Servus, liebe Freunde der News. Endlich wieder Destiny News. Bungie hat gestern Nacht das Weekly Update rausgelassen, und zwar um 22.33 Uhr. Und da sind einige Neuerungen drin. Ihr seht es hier oben schon, im Turm geht's ab mit Rosen und so. Ja, es gibt einen neuen PvP-Modus. Die Gerüchte sind ja schon hochgekocht, als Bilder aufgetaucht sind von einem Entwickler, der in einem neuen Modus namens Crimson Days war. Leider lässt Bungie hier ziemlich viel offen. Ich habe es eben schon einmal überflogen. Also, es geht auf jeden Fall am 9. Februar los damit. Und das Ganze ist ein 2 gegen 2 Modus im Schmelztiegel. Und viel mehr haben sie auch nicht gesagt. Es gibt auf jeden Fall Sweet Loot. Ja, das kann aber auch alles Mögliche heißen. Es ist an das Valentinstag-Event geknüpft und ihr sollt euch einen Partner suchen, mit dem ihr dann da krasse Taktiken ausprobiert und möglichst oft gewinnt. Gehen wir davon aus, wird ähnlich wie Trials of Osiris für eine Woche so ein Two-on-Two-Event. Wie das genau ablaufen wird, werden sie erst nächste Woche irgendwie erklären. We'll team up in the next weekly update to share the details about the new game type. Also man weiß noch eigentlich gar nichts. Großartig. Ja, was man aber weiß, ist, dass der Eisenbanner wiederkommt. Und was ich mir unter anderem gewünscht habe, endlich mal ein neuer Spielmodus, der vielleicht auch mehr Spaß macht als Konflikt, nämlich Rift kommt. Denn viele sagen, Rift ist doch scheiße und da kannst du doch nichts machen, wenn die anderen da dieses Spark wegnehmen und du kein gutes Team hast. Ja, das mag schon sein, dass man da wenig machen kann, wenn man kein gutes eingespieltes Team hat und gegen ein anderes eingespieltes Team spielen muss. Aber ich finde, die Abwechslung ist wirklich mal nötig im Eisenbanner. Immer nur Kontrolle zu spielen macht auch keinen Spaß. Konflikt ist für mich kein Modus, der irgendwie taktisch ist, sondern halt einfach Deathmatch, und das macht auch nicht wirklich Sinn. Und ich finde, mit Rift haben sie einen ganz guten Modus eingebaut, der so ähnlich ist wie Capture the Flag, was früher in vielen Shootern eigentlich der Königsmodus war. Das heißt, der taktischste, der die krassesten Strategien erfordert, der das beste Teamplay erfordert. Und das ist meines Erachtens auch das, was für Eisenbanner nötig ist. Von daher finde ich es auf jeden Fall geil. Starten tut das Ganze am 26. Januar um 19 Uhr unserer Zeit. Und enden wird das am 2. Februar um 21 Uhr unserer Zeit. Warum da jetzt neue Zeiten sind, fragt mich bitte nicht. Es geht auf jeden Fall 2 Stunden länger als sonst, beziehungsweise noch länger. Eigentlich geht es 10 Stunden länger. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Rift ist der Modus. Und ihr könnt da das Fusionsgewehr aus dem Eisenbanner bekommen. Braucht kein Mensch. Aber auch das Scout-Gewehr. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das neue Scout-Gewehr aus dem Eisenbanner ist. Das muss man dann mal sehen. Und diese extrem lecker aussehende Rüstung für einen Titan, für einen Jäger und für einen Warlock. Da will ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen davon haben. Der Titan-Brustband sieht extrem geil aus. Wenn ihr auf der Playstation zockt, könnt ihr sogar noch diesen ganzen Mumpitz hier kriegen. Ja. Der Helm sieht auch nicht schlecht aus. Ansonsten braucht man nicht unbedingt. Bei Lord Saladin könnt ihr kaufen, ab Rang 3 das Klassen-Item. Und das Playstation-exklusive Klassen-Item. Ab Rang 4 den Brustband und das Scout-Gewehr und ab Rang 5 das Fusionsgewehr. Also braucht man Rang 5 quasi gar nicht. Könnt ihr euch gleich sparen, weil den Gold Bounty kriegt ihr ab Rang 4 und das Versuchsgewehr braucht man nicht wirklich. Im Spiel kann droppen Stiefel ab Rang 2, ab Rang 3 der Brustpanzer, der Playstation-exklusive Helm und das Scoutgewehr. Es ist übrigens nur diese Woche der Playstation-exklusive Helm, weil normalerweise droppen die Helme auch im Eisenbanner auf der Xbox. Es scheint diese Woche nicht zu droppen, sondern nur auf der Playstation. Scout-Gewehr ab Rang 3 und ab Rang 4 das Fusionsgewehr, was wieder dazu führt, dass man Rang 5 nicht wirklich braucht, aber naja. So, und dann haben sie noch sich ausgelassen über das Matchmaking. Viele haben sich ja beschwert, vor allem amerikanische YouTuber wie Miss 5000 Watts etc. haben sich beschwert, dass das Matchmaking extrem schlecht ist, dass es hauptsächlich dazu führt, dass man in Tryhard-Lobbys spielt, die Gegner zu krass zusammenspielen und man keine Chance hat, wenn man alleine da reingeht. Außerdem, dass es eher zu Lags führt, weil das zu sehr nach Skill-Gleichheit sucht und nicht nach Performance. Das hat Bungie jetzt auch eingeräumt, dass mit Taken King im Oktober ein Update kam, das mehr darauf geachtet hat, dass die Teams, beziehungsweise die einzelnen Spieler in den Teams, ausgeglichene Statistiken haben. Dazu haben sie gesagt, dass sie da eine hochmathematische Formel entwickelt haben, die dann errechnet, in welchem Spielmodus man wie gut ist und dann so die Teams einteilt. Das war auch schon früher in Destiny, also ich kann mich erinnern, in den ersten Wochen
Da habe ich neue Charaktere gemacht, so im Dezember 2014 habe ich einen neuen Charakter gemacht und da bin ich auch in extrem schlechte Lobbys am Anfang reingekommen, wo ich mit weißen Waffen ja auch noch relativ viele Kills machen konnte und eigentlich keine Probleme hatte. Das Gameplay gibt es ja auf YouTube. Von daher war das schon immer so. Das wurde anscheinend noch verschärft und hat dazu geführt, dass man häufig in Lag-Lobbys war, weil man weltweit irgendwie die Spieler zusammengewürfelt hat und dass es so gut wie nur noch nach Skill basiert ist. Bungie will da noch ein paar Updates zu raushauen, unter anderem im Februar, um wieder die Performance etwas zu verbessern und verspricht hier Besserungen, dass sie auch sowas in Zukunft mitteilen, weil sie das damals nicht gemacht haben. Dann gibt es noch hier ein paar Bugfixes, dass die More Bullets Quest nicht funktioniert, etc. Ich glaube, das interessiert nicht so wirklich, oder interessiert das hier jemanden? Und die Videos der Woche, die mal unbedingt anschauen, Link in der Beschreibung unten. Das habe ich ja schon auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Webseite geteilt. Sunbarker OP, sehr, sehr gut. Hier ist eine Destiny-Montage, die auch richtig, richtig gut gemacht ist, richtig viel Zeit reingesteckt. Und das AFK-Teil habe ich ja auch schon geteilt, wo einer AFK war im Osiris und was dann passiert, schaut euch am besten ein Video an. Dann hat noch jemand gefordert, dass doch bitte ein Golden Retriever am Ende der Bungie-News gepostet wird und Deej ist dem nachgekommen. Ja, ist ein Hund, Leute. Ist ein Hund. Damit sind wir schon wieder raus. Bungie Weekly Update. Jetzt gibt es wieder häufiger Weekly Updates. Sehr wahrscheinlich jede Woche. Eisenbanner kommt. Rift. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung, dass man sich endlich mal ein bisschen in Rift einspielen kann. Ich empfehle euch da auf jeden Fall ein, zwei Klingentänzer oder leere Läufer mitzunehmen, denn mit Teleport kommt man auf jeden Fall leichter zum gegnerischen Rift. Und ja, dann schauen wir mal, wie das läuft ab 26. Januar. Ich werde es auf jeden Fall zocken und dann Gameplay seht ihr wie immer auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Und ciao, ciao. Und Tschüssikowski.